Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda A Link to the Past. Wir befinden uns immer noch im dritten Schattenwelt-Tempel im, ja, dunklen Wald könnte man so sagen. Wo wir beim letzten Mal, ja, das war der falsche Knopf, ich wollte nicht auf die Karte gucken, den Feuerstab bekommen haben. Ja, theoretisch könnten wir jetzt sogar Richtung Bossraum gehen, jetzt wo wir das haben. Also das heißt, ich könnte jetzt die ganzen Räume, die hier sind, ignorieren, liegen lassen. Ich glaube, wenn ich den Weg da jetzt hinfinden sollte, werde ich da jetzt auch hingehen. Und was mir auch noch eingefallen ist, wenn ich einmal Select drücke, habe ich hier die Auswahl zwischen Weiterspielen und Speichern und Beenden. Wenn ihr euren Kontostand so haben wollt, dass ihr keine Versuche habt, dann dürft ihr auch nicht auf Speichern und Ende gehen. Das heißt, ihr müsst die Konsole wirklich durchgängig laufen haben und keinmal krepieren. Weil das habe ich auch einmal herausgefunden, dass wenn man hier jetzt einmal speichert und beendet, das irgendwie auch als Versuch gewertet wird, aber nur bei der Super Nintendo Version. Beim Game Boy Advance Remake haben sie das ja verbessert, sozusagen. Da haben sie das ja anders. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich lang muss. Ich muss hier rechts wahrscheinlich. Ja, hier bin ich in der Sackgasse. Na klasse. Ich weiß nur, ich brauche irgendwie einen Schlüssel, um weiterzukommen. Ja, ich muss mich jetzt auf jeden Fall... Ich kann mich jetzt wirklich in Richtung... Bossraum begeben. Sofern ich den Weg dazu hinfinde. Also hier... Muss ich nochmal gucken, was hier nochmal war. Was sagt die Karte? Gut, links war ich noch nicht. Dann sollte ich da wohl erstmal hingehen. In diesem Raum war ich also noch nicht, okay. Interessant zu wissen. So, weg mit dir. Ja. Noch mehr. Oh, cool, man kann diese Oktopusse sogar mit einem... hier ist nichts. Mit einem Krug schnell kaputt machen und ich habe endlich einen Schlüssel. Scheiße. Okay, da komme ich noch nicht drüber. Was sagt die Karte? Da unten könnte ich da lang... Ach du Scheiße, da würde ich nur in eine Sackgasse kommen. Egal, ich gehe hier raus. Wie gesagt, wenn die Möglichkeit sich ergibt, dann werde ich alle möglichen Räume in diesem Dungeon ignorieren. Und direkt zum Boss schon gehen. Ziemlich... Ah, hier, okay, wir sind schon richtig. Tja, so schnell geht das. Also hier... verbrenne ich erstmal diese Nase. Anders kommt man hier auch nicht weiter. Das heißt, man braucht wirklich den Feuerstab, um diesen Weg hier laufen zu können. Ich könnte jetzt den Dungeon auch komplett laufen. Ich glaube, man muss es aber nicht tun. Ich werde mal gucken, ob ich jetzt auch so dadurch komme. Ich meine, den großen Schlüssel habe ich für den Bossraum. Feuerstab habe ich. Die Truhe da unten hole ich mir erstmal. Mal schauen, was da Brauchbares drin ist. Okay, da komme ich nicht dran. Da komme ich nur von rechts dran. Okay. Das heißt, ich müsste oben. Na, muss ich mal gucken, wie ich da jetzt hinkomme. Okay, hier geht's auch schon nicht weiter. Da muss ich so rum. Und dann hier. Ach du Scheiße. Ja, dann kann ich hier hoch und dann müsste ich hier irgendwie rechts können. Eigentlich. Moment. Ah ja, geht doch. Hätte nur ein Stück weiter höher gemusst. Die versteckte Wand ist schon ein bisschen raffiniert, finde ich. Kamikaze. Nein, 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 da ist ein Ding, was mich in Hasen verwendet. Habe ich Gott sei Dank noch gesehen. Und noch ein Schlüssel. Gut. Und diese Zombies, oder Mumien hier. Wie komme ich auf Zombies? Was sagt eigentlich meine... Wie viele Feen habe ich noch? Keine? Doch, eine einzige. Okay, also muss ich jetzt aufpassen. Genau, den Feuerstab wollte ich mal ausrüsten. Und zwar kann ich diese Mumien jetzt sehr schnell verbrennen. Mit Einschlag sind sie kaputt und geben sogar Magie. Krüge. Zwar nur kleine, aber besser wie gar keine. So, hier war nix. Gut. Und... So, verbrenne. Dich brauche ich hier nicht. Aber diesmal hinterlässt er nichts, also nicht immer, okay. Sonst war hier nichts, nee. Ist nur eine komplette Sackgasse. Auch gut. Dann werde ich jetzt gucken, dass ich hier den linken Weg da zu der Tür hinkomme. Aber erstmal da hinlaufen. Finde ich nicht gerade sehr angenehm mit nur einem Herz. Also ein paar Herzen könnte ich im Moment echt gut gebrauchen. Aber, wow, verdammt. Ziemlich großes Labyrinth hier. Vor allem, wenn man wirklich nicht sieht, wo man langlaufen kann. So. Vorsichtig. Und rein da. Schnell, weg hier.
Okay, was haben wir hier? Ach du Scheiße. Totkopfkrüge. Aber... Ah! Todesgrabschlauch. Nee, die fehlen mir hier gerade noch. Oh nein. Okay, schon mal ein Herz. Ich lebe also ein bisschen länger. Und du bleibst schön weg. Wie mache ich das jetzt? Ah, nein, nein, nein. Das war dumm. Moment, ich hab doch... Warum benutze ich das nicht einfach gegen diese Quallen? Ist doch auch sehr effektiv! Scheiße. Jetzt bin ich wieder hier. Na, klasse. Ja, und da... Alles wurde wieder auf Null gesetzt. Das war ja klar. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht krepiere. Ich könnte mal wieder Herzen gebrochen. Wobei, das Herz muss jetzt eigentlich auch wieder da sein. Normalerweise. Es ist auch wieder da. Okay, ich könnte mich jetzt ein paar hundert Mal von dieser Hand erwischen lassen, aber nee. Es dauert zu lange. Wie mache ich das jetzt? Ah, so. Am besten nicht. Hier drauf, dann ist das wieder so. Moment. Ich sehe schon. Ich muss hier auf diesen Schalter. So. Und dann mache ich nach. Dich da drüben nicht kaputt. Nein, nicht. Aber hier ist wieder ein Herz. So. Bloß weg hier. Jetzt sind mir die da auch egal. Und die muss ich jetzt hier verbrennen. Na toll, meine Magie neigt sich. Obwohl. Lang leben Magiekrüger. Hey, du. Zwei Herzen hat er mir jetzt abgezogen. Oder irre ich mich da? Okay, die Todesgrabscher kann ich damit auch kaputt machen. So. Gut, jetzt muss ich laufen lernen. Das heißt, ich muss die anmachen. Die anmachen, die anmachen und die anmachen. Und diese Tür hier zu öffnen. So. Oh, wieder diese... Nein! Okay, das war jetzt zu viel auf einmal. Meine tolle Fee ist futsch. Jetzt kann ich nur noch beten, dass das irgendwie gut geht. So, ich lebe wieder. Wunderbar. Scheiße! Na, jetzt darf ich wieder warten. Bis ich wieder mich zurückverwandle. Verdammte Herzdinger. Ja, toll, meine Magie ist auf Null. Verschwinde. Ich habe nicht mehr viele Herzen, verdammt. Okay, da muss ich dich eben mit der Wirbelattacke kaputt machen, wie auch immer. Du! Na also. Okay, irgendwas ist auf jeden Fall passiert. Moment, ich glaube, irgendwo war hier ein Weg. Genau. Da haben wir noch schon. So, hier... Okay, hier sind noch ein paar Gegner. Ein paar ist gut. Ja, ich weiß. Scheiße. Ich habe ein Problem. Aber was heißt ein Problem? Es geht. Gibt Schlimmeres, aber trotzdem. Jetzt habe ich so viele Gegner am Hals. Und wäre sie nicht mehr los. Na klasse. Sei denn, ich passe jetzt ein bisschen auf und erwische den hier von hinten. Na also. Oh Gott sei Dank, lang leben die Herzen. So, dich muss ich leider mit dem Schwert kaputt machen. Und das Ganze für den Schlüssel. So. Okay, hier muss ich jetzt runter. Scheiße. Ich traue mich da gar nicht runter. Ich glaube, da erwartet mich der verdammte Boss. Na! Dazu sage ich jetzt mal nix. Ich will mir am liebsten jetzt nochmal den Hintern retten, aber... ich versuche es einfach mal mit den Herzen, die ich habe, den Boss zu bekämpfen. Wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich Pech gehabt. Wenn ich es schaffe, ist wunderbar. Dann kann ich weiter. So, erstmal Quallen vernichten. Das ist im Moment hier das Wichtigste, was ich tun muss, um hier überhaupt weiterzukommen. Lebendig, wohlbemerkt. Ohne von irgendwelchen solchen Elektroquallen vernichtet zu werden. Den hier? Okay. Dann kriege ich hier noch ein Herz. Wunderbar. Na, das war falsch. Egal, ich habe noch ein Herz gekriegt. So. Laufen wir nochmal den Weg. Was soll's. Und ist hier vielleicht auch noch ein... Nein, schade. Kein Herz. Egal, ich habe fast wieder volle... Oh ne, jetzt darf ich das auch nochmal machen. Gut, ich bekämpfe euch mit dem Schwert, damit ich noch mehr Magie habe. Wow, die hätte ich fast vergessen. Diese Hand stört so dermaßen, aber... Da muss ich leider durch. So, Magiekrug. Von dir auch noch bitte, Magiekrug. Oder von euch beiden, wäre praktisch. Einer von euch einen größeren Krug, dann... Würde ich das schon irgendwie hinkriegen. Wobei die Magie eigentlich so auch ausreichen müsste. Jetzt um diese vier Fackeln anzuzünden.
Ah, Rubine. Okay. Eieiei, die Hand macht mir irgendwann noch einen Herzinfarkt. Ich sehe es schon kommen, aber ich kann es auch einfacher machen. So spare ich Magiekrüge. So, endlich weiter. Los, weg hier. Los, weg hier. Und das lasse ich schnell verpuffen, so. Und die kann ich Gott sei Dank ignorieren. Aber hier geht der Spaß erst richtig los. Indem ich einfach weiterlaufe. Jetzt muss ich hier wieder auf die Hand aufpassen. Da ist auch schon. Okay, ich brauche also Pfeile eventuell.